und herzlich willkommen zum Cocktail der Woche. Heute sind wir im Bayerischen Hof in der wunderschönen Falksbar. Ich will gar nicht viele Worte verlieren, wir fangen mit dem Mixen an. Wir mixen heute gemeinsam Rum-Cocktails. Rum steht für karibischen Lifestyle und passt wunderbar zu diesen sommerlichen Temperaturen. Wir mixen heute mit Mathusalem Rum verschiedene Klassiker. Und wir beginnen heute ganz einfach mit einem Cuba Libre. Der Hauptbestandteil des Rums ist Zuckerrohr. Aus dem Zuckerrohr wird die Melasse gewonnen. Die Melasse wird gemeinsam mit Zuckerrohrsaft und Wasser zu einer Maische verarbeitet. Die Maische wird fermentiert und diese Flüssigkeit hat dann einen Alkoholgehalt von 4-5%. Der Zuckerwein wird dann destilliert und wir haben 65-75%. Jetzt steigern wir uns zum Mojito, der ja für den südamerikanischen Lifestyle absolut bekannt ist. Der weiße Rum ist somit fertig. Im Anschluss werden die Rums gegebenenfalls, um einen Jahrgangsrum zu bekommen, noch in gebrauchten Whiskyfässern gelagert. Und um Jahrgangsrum zu erhalten, gibt man diese in gebrauchte Whiskyfässer. Beim Mathusalem-Rum ist es eben das Solera-Verfahren. Solera übersetzt aus dem Spanischen am Boden liegend. Das heißt, die untersten Fässer liegen natürlich am Boden und darüber sind die Criterio-Fässer, was auf Spanisch übersetzt die Zucht bedeutet. Da werden dann die jüngeren Destillate herangezüchtet. Die Abfüllung des Solera-Verfahrens sieht so aus, dass die untersten Fässer immer zu einem Drittel entleert werden und mit den darüber liegenden Fässern neu aufgefüllt werden. Das nennt sich dann Blended und durch die südlichen Temperaturen reift es viel schneller als beispielsweise bei den schottischen Whiskys und man hat wunderbar weiche, köstliche Rums. Als letztes mixen wir gemeinsam einen Frozen Strawberry Daiquiri, der ein absoluter Hit auf jeder Gartenparty ist. Die Mathusalem Distillerie wurde 1872 auf Kuba gegründet. Durch die Machtübernahme von Fidel Castro haben die alles verloren und konnten nur das Familienrezept sowie die Markenrechte behalten und mussten die Destillerie auf Kuba zurücklassen. Allerdings haben die dann in der Dominikanischen Republik die Mathusalem-Destillerie komplett neu aufgebaut, immer noch unter der Einhaltung des alten Familienrezepts. Und so entstehen bis heute noch ganz besonders weiche Premium-Blends, für die ist ja Mathusalem sehr bekannt. Schluss mixen wir einen ganz besonderen Drink, den Aruba Spritz, kreiert von dem Barchef des Kufler Restaurant Bar Grill, Pino Tresolino, bei dem wir letzte Woche zum Cocktail der Woche zu Besuch waren. Er war auf der Suche nach einer neuen Spritzvariante, die sommerlich und leicht erfrischend ist und dafür verwenden wir wieder den Mathusalem Rum. Ich fange jetzt an. Wir beginnen mit einem Minzbäumchen, drücken diese vorsichtig mit dem Barlöffel im Weinglas an, damit ein bisschen die ätherischen Öle herauskommen. Dem Ganzen fügen wir weiterhin Eis hinzu. Hauptbestandteil des Drinks ist natürlich wieder der Mathusalem Platino Rum. Dafür verwenden wir 2 cl. Des Weiteren geben wir 2 cl Pistaziensirup hinein. Pistaziensirup kann man im Internet oder in gut sortierten Feinkostmärkten erwerben. Und 2 cl Maracuja-Saft, der überall erhältlich ist. Als weitere Zutat geben wir oder pressen wir einen Limettenkeil hinein, um ein bisschen Frische hineinzubringen und füllen das Ganze mit dem Wild Seco auf. Zu guter Letzt wird der Drink noch einmal umgerührt. Mit einem Minzbäumchen garniert.
Euro. Und fertig ist der Aruba-Spritz. Zum Wohl. Und damit verabschiede ich mich schon wieder und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, der Cocktail der Woche. Showende, aber nur für heute. Das GOP-Varieté-Theater mit der Show Die Clowns Company präsentierte die Szene München.